Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve. In den letzten Folgen haben wir schon einiges auf die Beine gestellt. Wir haben schon ein bisschen Gold gefunden. Wir sind schon dabei, ein bisschen was experimentell zu bauen. Wir haben einen Imkerhut. Wir haben sogar ein Insektenfangnetz. Und der Rechner rattert wieder. Na, beim nächsten Mal schalte ich ein, wenn das schon fertig ist. Oh Mann, nicht gut, nicht gut, aber jetzt sind wir da. Ja, wir hatten hier so einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Ich muss jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Ja, da haben wir doch irgendwo, da ist unser Hauptplatz. Ah, wir waren am Erkunden, genau, das war's. Gut, dann machen wir doch mal gleich weiter und schauen, ob keiner guckt. Gucken, ob keiner guckt. Guckt wer? Nein, es guckt keiner. So, einen können wir noch davon. Ach, wir mussten ja auch unsere Vorräte wieder ein bisschen auffüllen. Wir haben ja durch das Basteln ein bisschen unsere Vorräte gen Null gefarmt. Und müssen da ja erstmal wieder ein bisschen nachholen, dass das denn auch alles passt. Da haben wir einen von diesen Bäumen. Die können wir gerne noch mitnehmen. Das machen wir auch gleich. Equip die Schaufel und Horusta. Ich weiß gar nicht, wie viele man davon stacken kann. Das werden wir aber noch rechtzeitig genug herausfinden. Und dann hoffe ich doch mal, dass die dann auch nachwachsen, diese kleinen Bäumchen. Wenn ihr es natürlich besser wisst und mir sagen könnt, ob man dafür irgendwas noch machen muss, also wie zum Beispiel die ein bisschen düngen oder so, klingt für mich jedenfalls logisch. Denn sagt mir das bitte. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin da nicht so hundertprozentig bewandert. Mir ist nicht alles hundertprozentig. Oh, das war jetzt Quatsch, ne? Ach, kriegt man trotzdem die Stöcke. Gut. Nee, vergiss es. Da falle ich nicht nochmal drauf rein. Von wegen, oh, irgendwelche tollen Fußspuren, die führen zu so einem tollen kleinen Mammutfieder. Nee, nee. Das ist einmal schief gegangen, das reicht vollkommen aus für einmal. Für einmal. Nee, das hat gereicht. Also mir hat es jedenfalls persönlich gereicht. Ich werde das Vieh erstmals nicht nochmal aufsuchen, bevor ich nicht genug waffentechnischer Seite her Sachen habe, um dem Vieh denn den Garaus zu machen. Da werde ich mich wirklich ein bisschen zurückhalten. Das hat beim letzten Mal schon toll funktioniert. Das funktioniert bestimmt auch wieder ganz toll, aber darauf verzichte ich dankend. Das können wir lieber bleiben lassen. Wir holen uns hier noch diese schönen Sträucherchen. Komm, und die Möhren nehmen wir auch noch gleich mit, wenn wir schon mal da sind. Das geht schon. So, komm. Und du auch. Ja. Wir sind hier fleißig am Buddeln, Machen, Bauen und Tun und immer flott weg. Ja, kriegen wir den noch eingepackt? Ja, ist noch ein bisschen Platz. Wir werden uns nachher auch gleich noch eine Truhe basteln, damit denn... Oh, das können wir hier essen. So, alles super. Kein Problem, Wilson. Alles im grünen Bereich. Die Blätter kannst du auch langsam mal entsorgen. Die bringen uns irgendwann dann doch nichts mehr. Wie jetzt? Du bist immer noch hungrig? Mann, du Gierschlund. Du Gierschlund. Ist ja gut. Wir machen hier ein Feuer. Braten dann noch die Bären. Und dann senken wir mal dein Hungergefühl auf ein gutes Mittelmaß. So, auf ein gutes Mittelmaß. Jetzt sind wir bei 97. Das muss reichen. Mehr ist Verschwendung. Wir wollen ja schließlich nicht, dass der Wilson hier noch zunimmt während seiner Expedition auf der geheimnisvollen Insel. Nee, wir sind nicht auf der geheimnisvollen Insel. Wir sind auf der monsterverseuchten Todesinsel, ja. So sieht das hier aus. Überall Leichen. Hat andere schon erwischt hier. Wer weiß, was hier noch alles so lungert und rumkreucht und fleucht. Wie jetzt, meine Schaufel kaputt? Dann müssen wir fix eine... It's getting late. Ja, ja, ist ja gut. Keine Sorge. Wir machen...
Ja, du hast es ihm gezeigt. Du bist der Beste, Wilson. Du bist der Beste. Du schaffst das. Ja, langsam wird es auch wieder Nacht. Die Zeit rennt uns einfach immer davon. Was wir nicht haben, ist Zeit. Und die vertrödeln wir hier auch noch freilässig. So, dann werden wir uns am besten auch eine Kiste für Hasen machen. Ne, das Gras wollte ich jetzt gar nicht rausbuddeln. Das war ein bisschen Quatsch. Oh, I can carry any more stuff. Das ist ja doof. Gut, jetzt können wir ihn mitnehmen. War zwar ein bisschen verschwenderisch, wenn man das so will. Oh, wir haben genug davon. 10 kann man stacken. Einen kann ich noch. So, Hasen kann man nicht stacken. Also gehen wir zurück zu unserem Lager. Bauen uns da erstmal eine schöne Truhe. Oder auch mehr. Und packen da erstmal alles, was grundsätzlich nicht so hundertprozentig notwendig ist, da rein. Oh, falsches Lager. Gut, einen Moment brauchen wir noch. Der Wilson muss noch einen kleinen Abstecher zum richtigen Lager machen. Da war ich ein bisschen voreilig, aber das kriegen wir alles hin. Oh, und die Beeren sind hier auch wieder schön nachgewachsen. Die holen wir uns gleich mal, damit der Wilson hier auch ja nicht vom Fleisch fällt. Oh, überall Beeren, überall Beeren. Das ist wunderbar. Also, ich glaube, hier könnten wir wirklich, was nahrungstechnisch betrifft, auf jeden Fall eine ganze Weile überleben. So, da haben wir schon eine Truhe. Was haben wir da Feines alles drin? Ach so ein Krimskrams. Da packen wir noch den Hut rein. Die Saatteile, gut. So, dann könnten wir noch den Hasen, da machen wir uns eine spezielle Truhe noch gleich. So, wo haben wir es? Chest, da führt uns wieder das Holz. Dann müssen wir erstmal. Oh Mann, ich muss hier immer noch mal gucken. Da war's. Genau, bei dem Kristall. Eins, zwei, drei. Sorry. Ich mache jetzt, wie gesagt, eine Truhe für Hasen. Da stopfen wir nur die Hasen rein. Die sind ja gut haltbar. Oh, es wird dunkel. Dunkels. Schnell ein Lagerfeuer dahin. Sehr gut. So, dann haben wir eine Truhe für die Hasen. Da machen wir die Setzlinge rein, genau. So, die Flints behalten wir. Oh, heute ist wieder schlimm mit dem Husten. So, das Holz behalten wir auch. Die Steine behalten wir auch grundsätzlich. Irgendwas müssen wir noch wegpacken. Das ist mir alles noch nicht so. So, du da noch rein. Dann werden wir noch gleich ein paar Bretter machen, damit wir denn uns noch eine Truhe bauen können. Genau. Die hauen wir da gleich noch daneben. Super. Und da schmeißen wir dann noch das andere Zeug, was wir alles zurzeit überflüssig haben, rein. Wer mehr hat, hat mehr. So einfach ist das. Oh, da ist unser Holz schon wieder fast zur Neige. Wir sollten vielleicht doch mal hier anfangen, Bäume zu pflanzen. Fangen wir auch am besten gleich an und pflanzen hier erstmal so eine gute Reihe von den kleinen Sträuchern. Hey, sind die schon weg? Nö, da sind noch ein paar. Da haben wir noch ein paar drinne. Ja, wir stellen uns ein bisschen an. Komm. Nicht robben. In den Boden stopfen. In den Boden stopfen. Das kriegst du auch wohl hin. So, da auch noch. Und da auch noch. So, ich hatte doch noch mehr davon. Ich bin mir relativ sicher. So, nein. Da, genau. Da haben wir noch einen ganzen Schlag von den Viechern. Die kommen wir ja alle. Die tun wir alle hier hinpflanzen. Ach Mann, Wilson. So schwer ist es doch nicht. Du möchtest da einfach die Teile in den Boden stopfen. Und dann ist gut. Na komm. So, da noch ein rein, da noch ein rein. Wir machen uns das hier schön zu unserem Lager, habe ich ja schon erwähnt. Wir werden uns später auch so eine. Mist. Wir werden uns später auch so eine schön. Na, komm ran hier. Wir sind noch nicht fertig. Wir werden uns später hier alles Mögliche hinbauen. Eine Farm. Auch natürlich werden wir versuchen, das mit den Bienen.
Da habe ich auch schon richtig Lust drauf, das mal auszuprobieren, wie das alles so klappt. Und hoffe natürlich jetzt auch, dass die Examine Sampling. Pick Sampling? Examine Sampling. Also prinzipiell steht jetzt das gleiche, also sollte das grundsätzlich funktionieren. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig. Ihr könnt es mir gerne schreiben. Habe ich ja schon erwähnt. So, wir werden gleich noch erstmal den ausgraben. Wir werden das ein bisschen umbauen hier alles. Wir werden nämlich da vorne das, also diese Sträucher dahin packen. Und dann werden wir uns hier auch noch den Wald schön aufforsten. Dass das alles ein bisschen mehr auf einer Stelle ist. Dass das alles ein bisschen schneller geht. Und wir dann nicht mehr so weit laufen müssen für die grundsätzlichen Sachen. Natürlich werden wir noch oft genug laufen müssen wegen anderen Dingen. Aber das bleibt... Entschuldigung. Das bleibt nun mal leider nicht aus. Aber ich verspreche euch auf jeden Fall, wir gehen noch auf großer Jagd. Und wir werden auch noch Spinnen töten und alles Mögliche. Und Truthähne. Das könnt ihr mir... Dieser... Komm. Oh, dieser vermaledeite Truthahn. Komm ran. Ich mag den nicht. Zieh bloß Leine. Komm, lauf zum Fluss, dann hab ich dich gleich. Komm, komm, komm. Ey, kommt der immer wieder, dieser blöde Truthahn? Also das ist echt so ein Vieh, das... Das kann ich echt nicht gebrauchen. So, Angriff. Hau ab. Geh irgendwo hin, wo es keine Früchte gibt. Blödes Vieh, ey, ganz ehrlich. Macht man sich hier so viel Mühe, sucht sich hier so einen schönen Platz aus und was passiert? Da kommt so ein doofer Truthahn und frisst einen alles weg. So ist das. Wie im richtigen Leben. Da kommt irgendeiner und, oh, hast Pech gehabt. Leider versaut. So, nimm die Samen mit. So, da sind auch noch Früchte, bevor der Truthahn wieder auftaucht und meint, oh, das ist meins, das nehme ich mir. Da würden wir mal lieber... Ach ja, ich wollte ja ausgraben, genau. Das war ja der ursprüngliche Gedanke. So, und dann müssen wir auch noch unbedingt bei den Hasenlöchern nachgucken. So, wo hatten wir unsere Fallen? Die stehen da und weiter oben steht auch noch eine. Wir werden erstmal die Fallen hier ernten und gleich wieder bestücken und wieder aussetzen. So, check Falle, hinsetzen, Möhre. Na komm, Bait. Bait. So, gut. It's getting late. Again. So, wie gesagt, wir werden diese Fallen hier aussetzen, wieder Möhren reinlegen und natürlich... denn unsere Hasen schön in unsere Hasenkiste reintun, damit wir denn auch genug Fleisch haben. Das passt denn alles schon ganz gut. So, wo ist noch eine? Da ist noch eine. So. Und eine Möhre. Super. Tja, wir sind fleißig am Machen und Tun. Wir machen immer schön weiter, sammeln, sammeln, sammeln. Holen uns alles, was es hier gibt, bauen das Ganze da ein bisschen aus, dass das ein bisschen hübsch aussieht, dass das ein bisschen passt von der Optik her und allem und werden dann auf jeden Fall im nächsten Part auch ein bisschen mehr Bäume wieder fällen, damit wir dann noch weiter ausbauen können. Ja, wir sind immer fleißig am Tun und Machen und werden unser Lager, was ja schon einen sehr guten Platz hat, so aufbauen, dass wir da auch theoretisch leben könnten. Was war das eben? Habt ihr das auch gesehen? Weil das war gruselig auf eine Art. Also das hat mich irritiert. Da war eben so ein Schatten. Und da schon wieder. Ich bin nicht wahnsinnig. Der Wilson hier ist wahnsinnig. Irgendwas muss ich machen. Wieso passiert das, dass deine Gehirnleistung jetzt auf einmal schwindet? Hat das irgendwie was damit zu tun, dass er zu wenig gegessen hat, oder wie habe ich das zu verstehen? Außerdem fängt es jetzt hier an, so komisch zu rauschen und nee, ich weiß nicht, gefällt mir nicht. Das ist nicht mein Fall. Da schon wieder.
Das ist doch nicht normal. Der Typ ist krank. Der Typ hat Probleme. Aber mächtig gewaltige. So, da noch. Und da schon wieder der Schatten. Also ich werde jetzt erstmal hier ein Feuerchen machen. Ordentlich was braten. Damit der Wilson hier mal wieder auf klare Gedanken kommt. Weil das gefällt mir gar nicht, diese ganze Zeit irgendwelche Schatten sehen. Vielleicht sollte er auch mal schlafen. Dann müssen wir uns mal so eine Schlaftasche bauen. So, iss mal was, Wilson. Oh, der braucht auch. Der braucht auch, der Junge. Wenn das so weitergeht, dann muss ich mir echt was einfallen lassen. Damit er hier nicht komplett am Verhungern ist. Wir sind ja schon fleißig an Hasen in die Kiste packen. So, da auch noch einer. Gut, da haben wir noch Setzlinge. Die werden wir jetzt noch fix aussetzen. Nicht so. So war nicht der Plan. Ja, du solltest das einpflanzen. Ja, genau so sieht's aus. Und das machen wir jetzt auch. Store, Drop. Krieg ich da nicht mehr dazwischen? Doch. Das sieht man, wenn es dunkel ist, so schlecht. So, da noch einen hin. Da und da. Dann schmeißt das da mal hin, damit ich es wieder aufnehmen kann. Damit wir hier noch mal ein bisschen Licht machen können. So, da brennt das schön. So, da ist unsere Folge auch leider schon wieder zu Ende. Wir haben ein bisschen was geschafft, was das Umwirtschaften unseres Camps betrifft. Wir haben jetzt hier genug Stöcker, Bäumchen hingepflanzt. Ja, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal weitermachen, das hier schön zu dekorieren. Wir werden noch ein bisschen mehr Holz abhacken, hier ein paar mehr Bäume pflanzen. Wahrscheinlich hier auf der linken Seite, wo jetzt der Mauszeiger so schön rumschwirrt. Oh, was ist das? Stinger. Ja, die hatten wir ursprünglich ja auch mal hier abgelegt. Die packen wir mal lieber in die Kiste. Super. Gut. Na denn, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut. Hier schwören schon wieder irgendwelche Monsterviecher rum. Na denn, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Evans. Ciao.